Servus, meine lieben Profis, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia. Wir sind beim letzten Mal aus Barockstadt abgehauen und sind jetzt an einer neuen Stelle angekommen. Ich weiß allerdings nicht wo. Moment mal, die Klangwalze hat man, glaube ich, gestern gefunden. Ich glaube, wir sind in Komol gekommen, Kolzgrad oder whatever. Und wir haben eine Kurbel und wir haben Hans Plan gefunden. Interessant wäre jetzt mal, ihn hier einzulegen. Nee, Moment mal. Oder? Lieber kleiner Bruder, wie bin ich froh, nach all der Zeit, nach all diesen langen Kriegsjahren nun endlich wieder von dir zu hören. Du bist also jetzt bei den Sowjets gelandet, von denen man viel Beunruhigendes hört. Die schlechte Atmosphäre dieser scheußlichen Fabrik, die du beschreibst, gefällt mir gar nicht. Auch wenn dein Talent dort gebührend geschätzt wird und die Automaten, die du entwickelst, bei den mühevollsten Arbeiten nach und nach die Arbeiter ersetzen. Ich bin stolz darauf, dass die Vorarlberg-Automaten einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Menschen leisten. Hier in Valladolid bemühen wir uns, so gut es geht, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Manche sind heimgekehrt, andere nicht. Doch das Leben geht weiter. Ich umarme dich, Anna. Okay. Aber das können wir doch bestimmt hier auch irgendwo. Hahaha. Siehst du mal, damit hätten wir auch die letzte. Wobei hier, können wir hier auch noch was reinstellen? Nee, ne? Also scheinbar haben wir die komplette Sammlung an Krims und Krams voll, was ich ziemlich gut finde. Was sagt unser schlaues Buch denn? Fehlende Teil von Oscar finden. Den fehlenden Teil von Oscar finden? Oscar am Bahnhof treffen. Einen Weg finden, den Zug aufzuziehen. Einen Weg finden, den Zug aufzuziehen. Okay, Moment mal, haben wir... Oscar fehlt ein Teil? Was fehlt Oscar denn für ein Teil? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Was ist los, Oscar? Warum hält... Der fehlt damit. Ja, das also, hatten wir ja schon, das hatten wir ja schon. Also, bis gleich, Oscar. Okay. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ja. Das hatten wir ja schon. So. Ist die Frage, können wir hier irgendwie... Aha. Die Tür ist verriegelt. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Die Tür ist verriegelt. Ich werde wohl ein... Okay. Komme ich hier noch weiter? Nee, ne? Nee. Hier hoch war ich ja beim letzten Mal schon. Das funktioniert. Mhm. Das funktioniert. Das funktioniert. Mhm, mhm. Es tut sich was. Es tut sich was, es tut sich was. Ich bin gespannt. Ne, ich muss doch, glaube ich, noch ein Stück nach vorne, oder? Ich muss doch quasi genau unter dem Zug sein. Dann kann ich doch, glaube ich, hiermit irgendwie aufziehen. Das ganze Ding war doch theoretisch der Zugaufzieher, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau. So, dann können wir theoretisch jetzt eigentlich schon wieder weiterfahren, oder? Perfekt. Perfekt. Hier kann ich mal nicht lang. Wie, ich kannst du wohl nicht lang? Muss ich das ganze Ding jetzt wieder zurückschieben oder was? Ach, weil da unten die Leiter fehlt. Okay, verstehe. Verstehe. Also wenn es das schon war, weil theoretisch, ich wüsste jetzt gerade nichts, was mir im Weg steht. Eigentlich könnten wir jetzt wieder weiterfahren. Also
wenn wir jetzt theoretisch schon wieder weiterfahren könnten, ging das ziemlich schnell, weil ich meine, wir sind gerade mal 5 Minuten in der Aufnahme und beim letzten Mal sind wir gerade erst hier angekommen. Aber da vorne ist noch eine Tür, die irgendwie irgendwo runtergeht. Das wäre eigentlich noch interessant, da mal runter zu gehen. Oder dahin zu gehen, besser gesagt. Immerhin weiß ich absolut nicht, was da ist. Aha. Hey, sieh da! Aha. Los, hinterher, Kate! Los! Die Tür ist verriegelt. Ich werde wohl einen anderen Weg finden müssen. Ich glaube auch. Und der hat jetzt wahrscheinlich einen Teil von Oscar geklaut, weil das irgendwie gerade vorhin auf die Liste, auf der Liste stand. Oscar ist gerade gar nicht da. Ist der im Anhänger, also im Waggon? Man kann mir vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Mein Gott, Oscar, Oscar, sagen Sie was! Damit komme ich bestimmt da rein. Fühlen Sie sich nicht wohl? Das alles ist nicht zu ertragen, nicht zu beschreiben, nicht zu glauben. Man hat mich angegriffen. Was soll das heißen, man hat Sie angegriffen? Meine Hände. Ich habe keine Hände mehr. Man hat sie mir geraubt. Oh mein Gott, Sie haben keine Hände mehr. Aber wer konnte so etwas tun? Was ist hier los? Eines ist sicher, Kate Walker. Diesen gemeinen Raub kann nur ein Unmensch verübt haben. Ein Individuum, das nicht den leisesten Hauch von Anstand besitzt. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Was genau ist passiert? Nun ja, ich war hier und habe ein bisschen geputzt. Bei diesem Staub hier überall dachte ich mir, es könnte nicht schaden, wenn... Oscar. Ja. Ich war also sehr beschäftigt, als mich auf einmal zwei starke Arme von hinten griffen und mich fesselten, ohne dass ich mich verteidigen konnte. Ich wollte nach ihnen rufen, aber mein Angreifer hat mich geknebelt, noch bevor ich einen Laut hervorbringen konnte. Dann hat er mit seinen fürchterlichen Zangen meine Hände abgebaut. Es war schrecklich. Das will ich Ihnen gerne glauben, Oscar. Haben Sie ihn gesehen? Ein Unmensch, kann ich Ihnen sagen. Blutunterlaufene Augen, ein stählernes Gebiss, eine braune, schuppige Haut und ein ekelerregender Geruch. Ein Ungeheuer, Kate Walker. Ein bewaffnetes Ungeheuer. Beruhigen Sie sich, Oscar. Es wird alles wieder gut. Okay. Ich frage mich, wen wohl die Hände eines Automaten interessieren könnten. Ich muss zugeben, meine Hände sind kleine technologische Meisterwerke. Ich hänge sehr an Ihnen, Kate Walker. Ich flehe Sie an. Bringen Sie sie mir so schnell wie möglich und intakt wieder zurück. Ich werde mein Bestes tun, Oscar. Wie Sie selbst sagen, ich bin mutig und intelligent. Vielen Dank, Kate Walker. Aber vor allem, seien Sie vorsichtig. Keine Sorge, Oscar. Okay, ich glaube, er wird mir nicht viel sagen können. Geben Sie auf sich Acht, Oscar. Viel Glück, Kate Walker. Und vergessen Sie mich nicht. So, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommen wir jetzt mit der Zange in den Dingens rein, wo wir vorhin nicht reinkamen, hier in diesen einen Raum da. Die Tür, die verschlossen ist, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Muss es doch nicht mehr erklären hier. Ihr seid ja auch sehr schlau. Hä? So, hier. Mein Gott, manchmal sind die Screens ein bisschen verwirrend. Die Tür ist verriegelt. Okay, ich werde einen anderen Weg finden müssen. Das heißt, da komme ich tatsächlich überhaupt nicht rein. Dann müsste ich mal in die andere Richtung laufen. Vom Zug aus. Aber ich behalte mal das neue Werkzeug in der Hand. Ohne sehen was Explosives, das finde ich nicht so gut. Hier ist ein Hebel. Hebel sind zum Ziehen, ja. Aha.
Okay, gut. Das war jetzt gerade wieder verwirrend. Hallo? Hallo? Kate, ich bin Dan. Hörst du mich? Dan? Dan, bist du es? Der Empfang ist sehr schlecht. Dan? Wir müssen reden. Was tun? Wegen dem letzten Gespräch. Dann ist der wichtig. Es rauscht total. Ich versuche, dich anzurufen, wenn ich aus der Mine raus bin. Was hast du? Eine Mine? Was sagst du? Wo bist du? Wir müssen unbedingt reden. Die Verbindung wird immer schlechter. Ich leg auf. Okay, das heißt also, den müsste ich dann gleich auch mal anrufen, wenn ich hier wieder raus bin. Was haben wir hier? Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Das Teil hier klemmt. Mit dem nur irgendwie den Seitenschneider, dann klemmt es gleich nicht mehr. Es ist zu dunkel. Weiterlaufen ist zu riskant. Okay. Das funktioniert. Das Teil hier klemmt. Ja, das Teil klemmt, das funktioniert nicht. Was soll ich denn hier jetzt machen? Da, das sieht aus wie ein... verstehe. Da, das sieht aus wie ein Lüftungs... Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Das ist richtig, aber warum nimmst du nicht einfach hier diese Metallschere und machst das ganze Ding kaputt und schneidest es auf? Da, das sieht aus... Da, das sieht aus wie ein Lüft... Ich hab doch extra hier diese Metallschere in der Hand genommen vorhin. Warum... Metallschneider? Du kannst doch hier diese Stäbe da rausschneiden und dann funktioniert das ja auch, weil da fehlt scheinbar nur ein Teil. Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, ist ja schön, dass das aussieht wie ein Lüftungsschacht. Oder habe ich oben noch was vergessen? Habe ich oben irgendwas noch vergessen vielleicht? Man, das werden doch bestimmt hier irgendwie die Dinger hier sein, oder? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Das Teil hier klemmt. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Ein Metallmeißel finden und in den Raum eintreten. Den Mann finden, der Oscar Sende gestohlen hat. Eine Kerze finden und den Okay. Ich muss eine Kerze finden. Wo soll ich denn eine Kerze jetzt herkriegen? Und wo um alles in der Welt soll ich eine... Moment mal. Das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Ja, warum gibt es das dann hier, wenn es nicht nötig ist? Ein. Das ist nicht nötig. Okay, gut. Okay. Dann habe ich nichts übersehen. Dann brauchen wir jetzt irgendwie eine Kerze oder sowas. Bin ich mal sehr gespannt. Wo kriege ich eine Kerze her? Oscar vielleicht irgendwas? Gehe ich vielleicht mal doch alle Dialogsmöglichkeiten mit Oscar durch. Na, Oscar? Wie geht es Ihnen? Gut. Kommen Sie, Oscar. Wir werden uns umgehend auf die Suche nach dem Dieb machen. So einfach lassen wir uns nicht beeindrucken. Kate Walker,
Nicht, dass Sie denken, ich fühlte mich von dem Problem nicht betroffen. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne hierbleiben. Das ist sicherer. So kann ich den Zug bewachen. Natürlich finden Sie immer einen guten Grund, sich aus allem rauszuhalten. Aus fast allem, meine ich. Kate Walker, auch ein Automat verdient etwas Mitleid. Ich wurde gerade hinterhältig angegriffen. Meine körperliche Unversehrtheit wurde zerstört. Ich stehe kurz vor einem Zahnradzusammenbruch. Und noch dazu muss ich Ihre egoistischen Beschuldigungen ertragen. Ruhen Sie sich erst einmal aus, Oscar. Ohne Hände können Sie mir sowieso nicht viel helfen. Okay. Können Sie mir nicht etwas mehr sagen, Oscar? Ich habe Ihnen alles gesagt, Kate Walker. Und ich möchte jetzt nicht mehr daran denken. Wie alt war Ihr Angreifer Ihrer Meinung nach? Wie alt? Ungeheuer haben kein Alter. Bei seinem Anblick lief es mir kalt über die Zahnräder. Ich stelle ihn mir eher etwas älter vor. Ein Mann, der sich für Automaten interessiert, der sich hinreichend auskennt, um Ihre Hände mit einer simplen Zange abzubauen. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Und wenn es Hans Vorarlberg war? Kate Walker, bei allem Respekt, den ich Ihnen zolle, erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass diese Idee stupide ist. Hans Vorarlberg, mein Angreifer? Ein Vater, der sein eigenes Kind angreift? Ich bitte Sie. Außerdem, und ohne mich brüsten zu wollen, muss man schon ein gewisses Kaliber haben, um mich zu überwältigen. Hm. Sie haben wahrscheinlich recht, Oscar. Es tut mir leid. Wissen Sie, ob Ihr Angreifer noch andere Dinge gestohlen hat? Als er meine Hände hatte, rannte er in aller Eile davon. Nun ja, das ist immerhin eine gute Nachricht. Wie? Intakt? Ich bin der Fahrer dieses Zuges. Ich wurde für ihn entworfen und er für mich. Indem er mich sabotiert, Ach, könnten Sie mir nicht erklären, wie sie funktioniert? Das ist strengstens verboten. Meinen okay, sie ja gut. Da werden wir jetzt gerade nicht viel erfahren. Ich muss eine Kerze finden. Wo soll ich eine Kerze herholen? Wo soll ich eine Kerze herholen? Wo soll ich eine Kerze herholen? Allzu viele Möglichkeiten gibt es hier gerade. Vielleicht war oben auf der Dingens nicht noch was? Auf der Stube vielleicht? Moment mal. Ich meine, so viele Räume haben wir jetzt gerade noch nicht zur Verfügung. Im Moment wäre es noch recht einfach, alle Räume wirklich abzusuchen. Hoch da. Nee, hier ist wirklich auch nichts weiter. Ach ja. Hm. Grübel, grübel und studiere. Also irgendwie bringt mir das hier gerade alles nicht so viel, ne? Hm. Bin gerade überlegen, ob ich vielleicht irgendwas mit der Lampe da oben machen kann, aber irgendwie scheinbar nicht. Okay. Gehen wir nochmal nach unten, aber mehr Räume habe ich ja dann auch eigentlich gerade nicht, ne? Habe ich mir ja meine eigenen Spucke verschluckt. Muss ich mich einmal kurz muten. So, ich wollte euch nicht voll ins Mikro husten. Die Folge ist sowieso jetzt gleich zu Ende. Aber ich frage mich, warum... Das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Das ist schön, dass das aussieht wie ein Lüftungsschacht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das ein Lüftungsschacht ist, aber macht damit doch irgendwas. Oder gib mir mehr Informationen, was ich damit machen soll. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, schön.
Wunderbar. Das sieht aus wie ein... Oh Mann, ey. Das sieht aus wie ein Lüft... Schleuse. Nee, gut. Alles klar, ich werde jetzt an der Stelle Schluss machen und ich würde sagen, unten in die Videobeschreibung reingucken, dort findet ihr alle möglichen Links zu Social Medias, zwei Drittkanälen, Instagram und sonstigen Kram. Ihr kennt das ganze Spiel. Bewerten nicht vergessen und Kommentare schreiben. Konstruktive Kritik ist erlaubt, aber bitte keine Spoiler. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.